Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur neuen Chaos-Kolonie. Ja, Folge 2. Eins vorweg, ich habe ja dummerweise im letzten Video behauptet, dass ich im nächsten Video dann die Namen auslose. Das kann ich gar nicht, weil ich das Video direkt nach dem vorherigen aufnehme. Also, ja, mit ein bisschen Überlegen hätte ich euch das direkt sagen können. So, aber es ist ja nicht aufgehoben, sondern verschiebt sich einfach nur um eine Folge. Also morgen am Montag wird es das Ganze dann geben. Gleichzeitig ja, geht es mir deutlich besser. Das hat man wahrscheinlich daran auch schon gesehen, dass es ja gestern ein Video gab und heute ein Video gibt. Dementsprechend würde ich... Was machen die denn da? Heute Nachmittag am Sonntag dann auch gerne den Stream nachholen. Also unglaublich, oder? Kann sich da einsperren. Den Stream nachholen und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ich bin immer noch nicht so ganz entschieden, was wir machen werden, aber ich habe mir eine Sache überlegt, die wir vielleicht machen können. Schauen wir mal. So, ein bisschen, ich habe mir gerade auch kurz überlegt, wie wir das Ganze hier weiterentwickeln, in welche Richtung wir essenstechnisch gehen, und da wir hier direkt zum einen Dämmerkappen haben und auch Schleim in der Nähe, werden wir erstmal auf Pilze setzen. Ja, und stand dann so ein bisschen vor der Frage, wie machen wir das mit dem Schleim? Ah, hier sind auch schon ganz viele Schleimlungenkeime, die möchte ich gerne so früh wie möglich dann ausmerzen. Selbst hier in den Algen sind Keime drin, okay. Interessant, das heißt, wir haben auch vielleicht schon irgendwo hier unten welche, ne, Glück gehabt. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen was überlegen, und dann habe ich gesehen, dass wir hier in sehr naher Reichweite schon Bleistein haben. Ich glaube, wir können, doch klar, wir können da schon ran, weil wir den ersten Fertigkeitspunkt ja schon haben. Warum nutzen wir nicht diesen Bereich mit dem Chlorgas? Ich muss jetzt mal eben ein bisschen dafür schauen, wie das raumtechnisch sich ausgeht. Das wäre hier. Dann könnte man hier quasi einen Zugang hier machen in diesem Bereich mit einer Wasserschleuse. Da den Schleim immer drin lagern, dann würden die Keime verschwinden und wir hätten da wenig Sorgen mit. Gleichzeitig kommen wir natürlich hier auch erst ran, wenn wir den Lufterfrischer erforscht haben. Den nehme ich mal als nächstes mit. Ich weiß, dass da noch ein paar andere Sachen vorher kommen, aber wir haben auch schon einiges geschafft in der Forschung. Da sind wir ja flott. Das macht es alles ein bisschen einfacher. Also das erstmal hier so als ersten Hinweis, wie es gerade weitergehen soll. Da den Flaschenentleerer hin. Und dann kann da Wasser rein, genau. Ach nö, Mensch. Unglaublich, dass sie sich da oben wieder einsperren, oder? Naja, so, da Wasser rein. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht Autoabfüllen aktivieren. Wir haben hier so viele Flaschen stehen, die dafür genommen werden können. So, okay. Dann wollte ich ja den Speisesaal heute bauen. Mist, ich habe was vergessen. Ich wollte mir noch mal was in Erinnerung bringen. Ja, das holen wir dann nach. Dann packen wir... Wo packen wir unsere Rationsbox hin? Ich möchte nicht... Sorry, ich möchte nicht noch mal wieder das Gleiche machen, so wie ich es immer mache. Vielleicht packen wir hier die Küche hin. Wobei das dann auch wieder sehr ähnlich an Sachen ist, die wie ich sonst auch mache. Und zum Ende des Raums hier unten kommt dann die Rationsbox, so ein bisschen niedriger, als wir das gewohnt sind. Also quasi
Ich sage mal so, da kommen zwei Leitern hin und dann kommt die Rationsbox dort rein. Dann können wir es hier dicht machen. Wir kommen trotzdem ran und haben das Essen gut eingelagert. Ja, so machen wir das. Okay, das füllt sich langsam. Dann können wir schon mal den ausgraben. Und an den kommen wir nicht ran, oder? Nein. Ja, wir schauen auch gleich in den Biodrucker. Ich stelle mal einfach diese Sachen hier auf 6, dass, wenn wir gleich irgendwo ran können, das auf jeden Fall schnell geht. Ja, genau, können wir den Ziegel schon bauen, perfekt. Komm nicht auf die Idee, Nails. Na, Gott sei Dank. Das war ein bisschen Glück jetzt, aber das funktioniert. Wenn ich das hier jetzt nach unten ausgrabe, dann bleibt das Wasser. Ja, das können wir machen. Weil das Wasser bleibt ja hier in dem Feld. Das heißt, das Vakuum bleibt hier trotzdem erhalten. Nutzen wir doch die Nacht, um in den Biodrucker zu schauen. Wobei das Spiel sowieso pausiert wird, ne? Von daher. Plus 12 Athletik wäre schon cool, aber mit den ganzen negativen Sachen. Nee, nee. Allergien versuche ich auch zu vermeiden. Wobei Viehzucht natürlich schon was hätte, ne? So, Dekoration erhöht. Gummi. Das wäre eigentlich ein ganz guter Koch, den wir ja sowieso eigentlich besser früh mal auswählen. Und der bekommt auch direkt den Punkt in unserem Kochen, weil es ist immer blöd, wenn man da dann jemand hätte und man könnte gleichzeitig nicht den Gas, ne Quatsch, den Elektroofen oder wie heißt der? Müssen wir gleich nachschauen. Benutzen. So, Niesbeth hat einen Punkt, das heißt, wir können. Ah, die hat den ganzen Punkt schon die ganze Zeit, ne? So, und Nails. Ist unser Chef im Bauen und hat auch schon einen Punkt. Ich staune. Für mich hängt noch ein bisschen hinterher, aber das kann auch nicht mehr. Ach Quatsch, nee, die hat auch schon den ersten Punkt. Dann hing Nails hinterher, na wie auch immer. Irgendjemand hing hinterher. So, und wenn wir das so gemacht haben, dann können wir hier Pilze ein paar pflanzen und hier und so weiter. Das ist so ein bisschen die Idee. Das verkeimte Zeug packen wir hier in den Raum mit dem Chlor dann rein. Haben wir hier jetzt tatsächlich schon den. Ja, wir haben das meiste Wasser schon aufgeräumt. Hier oben steht noch ein bisschen, aber das ist auch alles nicht viel. Dann können wir eigentlich auch hier die Autoabfüllung mit aktivieren, dass wir da eine größere Menge von da holen können. Das hier müssen wir eben dicht machen, damit wir nicht CO2 gleich in einem Raum haben. So. Okay. Buddeln wir hier noch aus für die Sauerstoffverteilung. Thank you.
Wo sind wir hier? Ich will jetzt nicht wieder den Eindruck machen, dass ich mir unfassbar viel Sorgen wegen den Keimen mache, aber... Den Buddybutt könnten wir uns da eigentlich besorgen. Ja, und den pflanzen wir dann hier nämlich ein. So, lieber Hedge, noch hast du die Chance, nach hier zu entkommen. Nutze sie. Ich sagte, nutze sie. Ja, Glück gehabt. Okay, dann können wir die beiden und das... Das lassen wir erst nochmal offen, dann können wir an die Samen und so daran. Den graben wir da aus. Den müssen wir nochmal eben ausmessen. Wie kommen wir raumtechnisch hier aus? Das ist die untere Ecke. Weil die Leiter hier, das bleibt natürlich nicht so. Wobei die fast so bleiben könnte, die muss nur minimal rüber. Dann hätten wir hier den nächsten Raum. Und würden wahrscheinlich hier unten aus dann da reingehen. Also machen wir hier mal einen Boden rein. Aufgrund des Sandes. Und dann können wir hier unten die Buddybutt-Pflanze einpflanzen. Ja. So, das ist genügend Wasser. Oh, habe ich. Wir haben Gott sei Dank schon. Das ist aber jetzt wahrscheinlich eher zufällig, dass das Aufräumen schon eingestellt ist. Das macht doch Sinn, dass das der Koch macht, oder? Aus welchen Gründen sollte auch der saubere Hände haben? Er kann sich ja die Hände waschen hinterher. Eine Sache noch da. Hier können wir eigentlich das Desinfizieren auch deaktivieren. Sorry. Weil wenn die dort gewesen sind, die waschen sich sowieso danach die Haare. Deswegen ist es ja eigentlich wenig sinnvoll. So, hier packen wir einen Blumentopf hin. So, und da kommt dann der Buddybutt-Samen gleich rein. Da ist er. Ja, und dann können wir hier eigentlich loslegen, sobald wir den Raum hier jetzt ein bisschen weiter gebaut haben. Lass die hier erstmal buddeln. Der kann wieder weg. Den brauchen wir nicht mehr. Genauso wie die Leiter hier. So, und dann bräuchten wir hier einen Lagerbehälter Nummer 1. Einmal für den Bleichstein, den wir hier reinpacken werden. Achso, wir haben wahrscheinlich noch keinen Bleichstein jetzt. Nee, nee. Müssen wir erst ausbuddeln. Jetzt aber verbrauchbares Erz, Bleichstein. Muss gerade mal eben schauen. Ach so, wir brauchen jetzt die bessere Forschungsstation. Sind wir schon so weit? Nein. Wow. Okay.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Einstellungen nach dort übertragen. Dann können wir den zerlegen. Und dann bauen wir hier gleich die bessere Forschungsstation. So. Also den Supercomputer, so heißt er genau. ist Nummer 1. Dann muss ich mir hier gerade nochmal Gedanken machen. Also dort der, Quatsch, da der nächste, der Raum der nächsten Ecke, dann machen wir da das auch mal vernünftig. Und hier auch wieder und hier unten bauen wir dann unsere Stromerzeugung gleich rein. Geben wir das mal in Auftrag. So. Ja, ich wollte gerade nochmal, da war ich unterbrochen worden mit der Forschungsstation. Gucken. Also sehr mysteriös, dass wir hier in den Algen Keime drin haben. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Aber gut, wenn dem so ist, dann würde ich hier mal sagen, da packen wir Sachen rein nur beim Aufräumen. Und da müsste ich da Algen, Sandstein, Dünger und Ton. Also Algen, Sandstein, Dünger und Ton ist sogar Ton. Achso, wir haben noch keinen Ton ausgegraben, deswegen können wir das da noch nicht auswählen. Ja, klar. Okay, hier beginnen wir jetzt mal unten, weil dann ist nämlich das, was wir ausgraben, im Wasser. Da ist eh gerade Nacht, okay. Das gast hier gar nicht drin aus, oder? Oder ist das einfach nur ein Anzeigefehler? Wir können ja hier jetzt auch noch mehr von dem Bleichstein ausbuddeln. Doch, da jetzt auch. Es wird nur nicht angezeigt. Und das noch. Achso, ja. Okay, jetzt. Warum sind denn meine? Na doch. Ja, ich rede gerade wirres Zeug zwischendurch. Nicht wundern. So, hier den ganzen Bleichstein nochmal aufräumen. Da rein, damit wir den hier oben liegen haben. Und dann machen wir nämlich den Raum hier wieder kleiner. Weil, ja. Dann reicht der Bleichstein eher, um den ganzen Raum zu füllen. Hier oben können wir schon mal den ein bisschen vergrößern. Okay, wir müssen dringend auch mehr ausgraben, weil sonst haben wir gleich schon keine Nahrung mehr. Ups. Und hier können ja überall noch Schmutzwurzeln sein. Machen wir auch mal Ernteaufträge rein. Wobei das echt überschaubar ist, was wir hier im Startbiom haben, ne? So, das ist alles dicht, dann können wir auch, nicht alles dicht, sondern alles aufgeräumt.
dann können wir hier jetzt gleich auch abschließen. Ja. Es gibt immerhin so ein bisschen was hier an Schmutzwurzeln, aber wirklich viel ist das jetzt auch nicht. Dann kommen wir noch an die ran. Und an die. So, die Forschung ist durch. Das heißt, wir können jetzt zusätzlich hier auch einen Lufterfrischer hinpacken. Achso. Also eingeklemmt ist schon wieder vorbei. Interessant, dass die beim Feierabend alle hier stehen bleiben, oder? Oder haben die einfach, die haben nichts zu tun, das ist Untätigkeit. Aber wir haben hier doch einen Bauauftrag für eine Leiter. Das könnte man machen. Und gleichzeitig würde ich auch hier jetzt ein bisschen mehr aufräumen. Das Aufräumen. Das könnte gemacht werden. Warum machen die das denn alle nicht? Ach so. Jetzt weiß ich warum. Die kommen da nicht wieder weg. Aber interessant, ne, dass man von hier aus da hoch konnte, aber zurück geht nicht. Das ist ja auch mysteriös. Ich nehme es einfach mal so hin. Das können wir ausgraben. Dann können wir hier unten weitermachen. Ja, bringen wir mal schnell die Nacht hinter uns. Forschung. Was brauchen wir denn als nächstes? Rutschstangen sind immer gut. Radiatorrohre, Radiatorgasleitung. Die Wasserreinigung. Ein paar Sensoren und ja, Hochdruckgasabzug sind wir eh noch nicht. Schutzanzüge, ganz wichtig. Dekor. Automatisierung. Bessere Leitung, alles hier. So. Ja. Das machen wir erstmal. Das Blöde ist, ich kann jetzt hier so eigentlich noch keinen Schleim reinbringen. Vielleicht machen wir. Dafür da unten einen Behälter. Ach, der braucht auch jetzt Strom. Ich dachte, das wäre eine DLC-Geschichte, aber. So kann man sich dann wohl täuschen. Machen wir das doch so, dann brauchen wir nicht so rumeiern.
So, ich nehme jetzt ausnahmsweise mal gerade keinen Duplikanten dazu, weil so die Essensgeschichte ist schon blöd. Hier können wir im Grunde das ja alles hier ausbuddeln, außer da, wo der Schleim ist. Ja, weil da wird ja nichts ausgasen, keine Schleimlungenkeime, sondern die müssen wir dann nur hierher bringen. So, dann räumen wir alles auf, was hier liegt. Und was wir hier jetzt noch mit einstellen müssen, ist der Ton. Da machen wir den Ziegel rein, dass auch das, was hier an Keimen durchkommt, hierher muss. Zusätzlich packen wir da auch noch mal einen hin. Hier hat schon mal hervorragend funktioniert. Okay, Quatsch, denn ja doch, wir müssen. Oh, was habe ich da wieder gemacht? Den Speisesaal ja auch erstmal irgendwie von der Größe her beschränken. Fertig gebaut haben, dann können wir hier ja auch den Rest machen. Also ich werde irgendwann jetzt mal anfangen müssen, was anzupflanzen, ne? Sonst kommen wir da auf keinen grünen Zweig. Nehmen wir vielleicht doch mal ein paar Mehlläuse dazu. Eine ganze Rumeierei wegen den Keimen hier. Aber ich wollte es auch ein bisschen gründlich machen. Nebenbei erklären, warum ich was mache, weil ich... Ja, das wird mir jetzt eh wieder nachgehalten, aber... wenn da jetzt ein paar Keime rumkommen, macht das für mich keinen großen Unterschied. Aber für jemanden, der nicht so versiert mit dem Spiel ist, noch in den Anfängen steckt, ist das vielleicht eher ein Problem. Deswegen wollte ich das Ganze möglichst konform machen, auch erklären, was wir hier machen. Also bei dieser Buddybud-Pflanze habe ich es, glaube ich, nicht so gut erklärt. Bei der ist es so, dass die sich so verhält, dass da ja in der Umgebung Blumenduft entstehen, also Blumenduftkeime. Und wenn die in der Luft sind, können aus dem Schleim, wenn da Schleimlungenkeime drin sind, entsteht ja aus dem verschmutzten Sauerstoff, der aus dem Schleim entsteht, verschmutzter Sauerstoff mit Schleimlungenkeimen, so wie wir das hier quasi sehen. Das hätten wir auch. Das kann aber nicht passieren, wenn hier Blumenduft schon in der Nähe ist. Das heißt, da kann schon was kommen, aber der Blumenduft müsste sich dann eigentlich durchsetzen. Und deswegen haben wir hier quasi so eine Schutzbarriere aufgemacht, außerdem Lufterfrischer, damit der verschmutzte Sauerstoff zu sauberem Sauerstoff wird. Und dann dementsprechend die Schleimlungenkeime im sauberen Sauerstoff sterben. Das ist so die Idee dahinter. Ja. Achso, ich wollte hier unten ja unseren Strom bauen. Dafür
bauen wir einen Kohlegenerator und wieder einen Schwung Batterien. So. Hier kommen wir ja auch von unten aus drauf. Das heißt, wir könnten hier ja jetzt auch den nächsten Bereich ausgraben. In der Hoffnung, da noch mehr Nahrung zu finden. Das hier wird angebaut nach und nach. Hier unten können wir auch schon mal die Einstellung übertragen, dass wenn wir gleich eine Dämmerkappe haben, das auch losgehen kann. Das wird gebaut. Hier unten wird gebaut. Der ist jetzt versorgt. Ich würde fast sagen... Ja, das Einzige, was noch ein Problem ist, wir haben hier noch zu wenig Chlorgas drin. Das heißt, wenn ich hier jetzt Schleim reinpacke, würde hier verschmutzter Sauerstoff entstehen. Dann machen wir es doch für einen Moment mal noch so, dass wir den Schleim erst hier unten drin lagern. Unter Wasser funktioniert das Ganze nämlich auch, dass dann der Schleim nicht ausgast. So, organisch. Achso, wir haben noch nichts ausgegraben, deswegen geht das jetzt noch nicht. Vielleicht warte ich hiermit noch, bis wir das alternative Stromnetz hier dran haben. Damit wir eben sicherstellen können, dass die hier auch ständig Strom haben und den verschmutzten Sauerstoff reinigen. Das ist der Hintergrund dafür. Warum so viele Batterien, ist vielleicht noch eine Frage, die ihr haben könntet. Es ist so, dass der, das seht ihr ja jetzt auch, der Kohlegenerator die ganze Zeit durchläuft. Das heißt, das stellen wir auch mal eben um auf 10%, dass der mit Kohle versorgt wird, wann immer wir weniger als 10% Stromladung in den Batterien haben. Und um möglichst wenig Kohle zu verschwenden, bauen wir viele Batterien, damit wir das alles ja, auffangen können. Weil der läuft natürlich dann so lange, bis er keine Kohle mehr drin hat. Und deswegen brauchen wir einen Puffer, wo wir den Strom speichern können. Später gibt es dann andere Varianten, da kommen wir noch zu, mit automatischen Batterien, die einen, ja, eine Steuerung haben, dass wir hier ein Automatisierungskabel ranmachen. Aber das kommt alles dann nach und nach. So, ihr seht das ja jetzt schon hier quasi, ne, dass sich die Batterien alle nur recht langsam füllen und wir da trotzdem noch keine Kohle haben. Das Ding hier schalten wir jetzt mal aus, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Das gleiche gilt für die kleine Batterie, das ist ja jetzt hier alles ein Stromkreislauf und jetzt können wir auch hier ran und den Schleim ausgraben und packen den dann gleich da unten erstmal rein. So, wo können und sollten wir noch buddeln? Hier rechts, hier links ist noch eine ganze Menge. Machen wir das mal so. Ja. Also mit hier links ist noch eine ganze Menge. Man kann hier sehen, dass dort jetzt in dem ja, Mouse-Over-Fenster unten ein vergrabenes Objekt steht. Es steht auch hier rechts an der Seite, ne? Da ist irgendwas drin. Das kann ein Mehlholzsamen, das kann eine Schmutzwurzel sein. Also sowas hier, die sind teilweise auch vergraben. Oder hier auch, ne? Ich kann es ja hier mal kurz zeigen. Das buddeln wir jetzt mal schnell aus. Und da wird neben dem Kupfererz noch irgendwas anderes runterfallen. So, Niesbett gräbt das jetzt aus. Und das ist dann eben das vergrabene Objekt gewesen. In diesem Fall war es sogar eine Schmutzwurzel. Also 800 Kalorien. Deswegen lohnt sich das, diese Sachen zu Beginn alle mal auszubuddeln. Und das mache ich jetzt eben hier. Da sind welche, hier überall. Ne? Okay, so. Den Schleim müssen wir noch aufräumen, weil der könnte sonst ausgasen. Und das machen wir dort.
Die Priorität dafür setzen wir ziemlich hoch, damit das immer schnell passiert. Und hier seht ihr jetzt schon, ne? Die Blumenduftkeime setzen sich hier durch. Ja, jetzt wo wir das hier eingestellt haben und wir hier den Lufterfrischer haben, können wir eigentlich auch noch ein bisschen, wir machen es vielleicht erstmal nur bis da. Und um auf Nummer sicher zu gehen, baue ich hier hinten noch einen Lufterfrischer hin. Weil es kann mal sein, dass der kein Sand mehr hat, also kein Filtermaterial und dann eben nicht arbeitet oder was auch immer. Deswegen haben wir hier eine mehrfache Sicherheit drin, wenn wir uns dem Bereich gleich nähern. So, und hier gilt dann natürlich das Gleiche. In diesem Biom müssten wir uns auch mal umschauen, aber hier sehe ich kaum vergrabene Objekte. Weil das könnten dann ja auch hier die Dämmerkappen sein, ne? Auf der wir, nach denen wir auf der Suche sind. Aber ich sehe gerade schon, wir könnten auch Folgendes machen. Wir können uns hier mal durcharbeiten und dann daran. Weil dann könnten wir hier die Dämmerkappen ausbuddeln und die Buddy-Bud-Pflanze würden wir dann hier einpflanzen. Und ich würde auch hierher gehen und nochmal Lufterfrischer dann bauen. Ja, wir machen das mal. So. Okay. So, jetzt können wir es auch definitiv hier öffnen, weil jetzt haben wir genug Möglichkeit, den verschmutzten Sauerstoff hier zu reinigen. Und jetzt kann man hier sehen, wie die Schleimlungenkeime versuchen hier rauszukommen, aber dafür haben wir eben hier unser Buddy-Bud. Und die Lufterfrischer reinigen die Luft, damit die Keime dann eben darin absterben. Ja. Und so haben wir die hier jetzt drin, ja, ich sag mal eingesperrt. So, das kann hier auch gleich ausgebuddelt werden, aber jetzt müssen wir auch dringend Schluss machen, weil das Video heute sollte eigentlich nicht so lang werden. Weil ja heute auch noch ein Stream ansteht. Ja, das ist also der Fortschritt bislang für heute. Hätte mehr sein können, hätte weniger sein können. Aber ich wollte auch ein bisschen erklären nebenbei. Deswegen, ja, machen wir es so, wie wir es gerade machen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Danke fürs Zuschauen. Nochmal der Hinweis, ne? Namen werden ausgelost. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mit in der Verlosung drin sein wollt. Und ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.